Heute probiere ich was ziemlich Spektakuläres aus. Sieht man vielleicht auch schon an meiner stabilen Kopfbedeckung. Ich blobbe! Was für ein cooles Gefühl. Aber wie funktioniert das eigentlich genau, blobben? Also, eine sogenannte Jumperin, das ist Mieke, die steigt auf den rund 5 Meter hohen Sprungturm. Im Wasser unter dem Sprungturm liegt der Blob, ein großes Luftkissen, und das ist im Boden des Sees fest verankert. Wenn Mieke hinten auf dem Blob draufspringt, dann fliege ich vorne hoch. Fühlt sich ein bisschen an wie ein riesiger Schleudersitz. Oh, und da geht doch bestimmt noch mehr, denn so ein Blob ist doch eigentlich nichts anderes als ein Katapult. Das Katapult wurde in der Antike erfunden und die Römer haben es zum Beispiel als Kriegswaffe eingesetzt, um mit ihren Geschossen einen weit entfernten Feind zu treffen. Das machen wir heute natürlich nicht, aber das Prinzip beim Blobben ist ganz ähnlich und deshalb gucke ich mir jetzt mal an, wie so ein Katapult genau funktioniert. Ein selbstgebautes Katapult. Sieht vielleicht nicht richtig römisch aus, aber damit und mit zwei Ballons, die ich mit Sand gefüllt habe, kann ich ganz gut die Funktionsweise ausprobieren. Also, so ein Katapult, das nutzt die Energie, um ein Objekt in die Luft zu schleudern. Dadurch, dass ich den Ballon auf eine gewisse Höhe hebe, entsteht Energie, die sogenannte potenzielle Energie. Die wird durch das Runterfallen wieder abgegeben und über das Katapult an den roten Ballon weitergegeben. Und der fliegt nach oben. Das Katapult, das verwandelt also die reingesteckte Energie des gelben Luftballons in Bewegungsenergie für den roten. Das Kissen hier, das ist mit Luft gefüllt. Und das Gewicht, das hier hinten drauf fällt, also die potenzielle Energie, sorgt dafür, dass die Luft sich in dem Kissen bis nach hier vorne ausbreitet, also sich in Bewegungsenergie umwandelt. Und dann sorgt es dafür, dass die Person, die hier vorne sitzt, in die Luft katapultiert. Wie viel potenzielle Energie unser Ballon hat, wird, das haben wir ja gerade schon geklärt, unter anderem durch die Höhe bestimmt, aus der er fallen gelassen wird. Das würde dann ja aber bedeuten, wenn man von weiter oben auf den Blob springt, dann entstünde mehr Bewegungsenergie und ich könnte höher fliegen. Also wenn Mieke von weiter oben springt, okay, verstehe. Ja, na klar, aber der Sprungturm hat eben nur eine bestimmte Höhe. Aber neben der Höhe spielt bei der potenziellen Energie auch noch die Masse des Körpers eine Rolle. Also wie schwer er ist. Miekes Gewicht, das können wir natürlich nicht so einfach ändern. Aber wenn Stefan auch noch mitspringt, dann könnte es was werden. Zwei Leute müssen sich auf den Sprungturm bemühen und so wird ungefähr die doppelte potenzielle Energie erzeugt. 3, 2, 1, Blob! Blob! Also ich würde sagen, das war höher. Aber gucken wir noch mal genau hin. Also links mein erster Sprung und rechts der zweite. Oh, der ist schon ein Stück höher, würde ich sagen. Aber vielleicht geht's ja sogar noch höher. Zum Beispiel mit noch mehr potenzieller Energie. Also noch mehr Gewicht? Wenn Ottmar auch noch mitspringt, dann müsste mehr Bewegungsenergie entstehen und ich noch höher fliegen. Am Modell klappt's. Aber was ist eigentlich mit mir da vorne? Vielleicht kann ich ja auch noch was ändern, um noch höher zu fliegen. Ich könnte mich zum Beispiel weiter vorne hinsetzen. Vielleicht fliege ich dann noch höher und weiter. Ja, ausprobieren. Okay, dann alle wieder auf Abschussposition. Und ich krabbel diesmal noch etwas weiter nach vorne auf den Blob. Es funktioniert. Und wie? Mit drei Springern fliege ich rechts noch mal höher als mit zwei Springern in der linken Bildhälfte. Und diesmal sogar über den 5 Meter hohen Sprungturm hinaus. Experiment gelungen.
Aber noch nicht vorbei, denn im Dienste der Wissenschaft muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen weiter testen.